Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr neu bei diesem Kanal seid, guckt, dass ihr am Ende des Videos eventuell mir ein Abo dalässt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also, wir haben heute was Neues hier. Ich denke, das wird ein neues Projekt. Ich habe total Bock auf das Ding. Und zwar kannst du hier schon mal gucken. Und wer errät es? Was ist es? Ja, genau, es ist ein Land Rover. Das ist ein Rover-Motor. Drin verbaut, 1,8 Liter und wir haben hier ein kleines Problemchen. Ich zeige euch gleich das Auto. Als der Wagen kurz lief, habe ich hier reingerochen und der riecht nach Benzin. Riecht bis jetzt noch nach Benzin. Das bedeutet, Wasser weg, riecht nach Benzin. Ich gehe davon aus, dass die Zylinderkopfdichtung kaputt ist. Das bedeutet, wir werden zusammen eine Zylinderkopfdichtung wechseln. Ich habe jetzt schon die Sachen bestellt, Zylinderkopfdichtung. Ich habe den kompletten Zahnriemen und Keilriemen bestellt und das Auto ist ein Land Rover Freelander heißt er? Freelander, ne? In Bordeaux-Rot und als Cabrio. Das Auto habe ich bei einem sehr, sehr netten Menschen gekauft und ja, das Auto hat halt Kleinigkeiten. Wir haben die Zylinderkopfdichtung, was aber relativ gut lösbar ist. Zu den Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ob jetzt. Ja, geht auf. Diese Seite lässt sich mit der Fernbedienung aufmachen, die andere Seite nicht. Dort ist auch noch irgendwie eine Abdeckung irgendwie schief, falsch. Eine schwarze Abdeckung. Hier vorne ist eine komische gar keine Abdeckung. Das heißt, da an dieser Tür wurde irgendwas gebastelt und sie geht nicht mehr, die geht nicht per Fernbedienung auf. Das müssen wir reparieren. Dann haben wir hier, ne, dieses Problem. Und wir haben hier hinten Kofferraumproblem. Das heißt, wenn man hier runter guckt oder hier reinguckt, das habe ich schon mal versucht kurz zu schließen zu der Seite. Hier ist alles abgebaut und diese Tür, entweder die Taste funktioniert nicht oder irgendwie die Tür an sich. Warum ich das Auto gekauft habe, ihr könnt es bestimmt erraten, weil hier eine fette Gasanlage drin verbaut ist. Und das war mein Ziel, das Ding wieder fit zu bekommen. Das Ding hat, ja, ist ein altes Auto von 99, hat eine sehr gut funktionierende Gasanlage. Aber wir haben halt ein paar Kleinigkeiten und ein etwas größeres Problem. Warum ich das unbedingt wollte? Ich wollte unbedingt ein SUV Cabrio. Ich habe schon immer irgendwie Cabrios gemocht und ja, keine Ahnung, diese SUV Cabrios bin ich erst, keine Ahnung, später irgendwie gesehen. Aha, das ist ja doch ein Cabrio. Hier lässt sich dieses Plastikteil abnehmen. Eigentlich total cool. Und dann fährst du hinten auf der Rücksitzbank mit hinten offen. Das sieht total cool aus. Ah, was voll cool ist. Für damalige Zeit. Guck mal hier. Mit dem Schlüssel. Lässt sich das Ding voll hochmachen. Die Klappe. Das Glas. Voll cool. Anhängerkupplung hat es. Hinten absolut abgefahrenes Rad. Oder Gummi. Und hier. Nicht zu vergessen. Ganz wichtig. Blinkerfluid hat es, also Blinkerflüssigkeit, damit der Blinker schön geschmiert bleibt. Nein, das ist jetzt Spaß. Ja, PS, das ist die 120 PS Variante, 1,8 Liter. Und ja, ein bisschen schwach, ich weiß, aber das reicht. 2 Tonnen Zugkraft auf dem Anhänger, das heißt, wir können unseren Anhänger mit ein bisschen Holz vollladen und rumkutschieren. Und ja, ansonsten ist es ein cooles Auto, mir gefällt es. Keine Klimaanlage. Kein großartiger Schnickschnack, aber Bergabfahrhilfe. Und ja, ansonsten sehr gut gepflegt. Absolut gar keins. Gar kein Rost. Absolut kein Rost. Was mir nur nicht ganz gefällt, hier wurde dieses Plastik ein bisschen schon gefärbt. Also mit einer Sprühdose matt. Ja, und ansonsten sieht er ganz gut aus. Bisschen waschen, innen drin schön aufbereiten. Tür reparieren, Heckklappe reparieren. Genau. Diese Abdeckung, falls es schön sein soll. Mal mache, ne? Ist halt kaputt. Das Glas und alles. TÜV hat er. TÜV hat er bis 23. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Und ja, anmelden, fahren. Kannst du von ihm ein bisschen zeigen, genau. Ja, was wäre denn ein Auto ohne den Motor zu starten? Den starten wir doch jetzt auch. Oh, guck mal, wie rough der läuft, oder?
Komm, wir können nicht so lange den laufen lassen. Komm, lass mal hinten Auspuff erstmal hören. Also läuft auf 3 Zylindern, hörst du das? Und weiß. Siehst du das? 3 Zylinder. Komm mal schnell her. Also er startet schon mal. Batterie war kaputt, Batterie habe ich ausgewechselt. Da siehst du, wie der wackelt. Auf jeden Fall 3 Zylinder. Jetzt gucken wir mal. Heiß. 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 Ich glaube, der dritte ist nicht so heiß. Also, irgendwo Zylinderkopfdichtung an einer Stelle zum Zylinder durchgebrannt, was ich mir vermute. Aber lassen wir es nicht so lange an. Das ist für mich unangenehm. Das heißt, vielleicht ist der Motor noch reparierbar. Er hat 217.000 Kilometer auf der Uhr gerade mal. Das ist nicht viel. Dafür ist er ziemlich gut gepflegt. Kleinen ABS-Fehler hat er noch. Da gucken wir uns mal an, was das ist. Vorne sind die Bremsen relativ neu. Ansonsten super Wagen. Einmal komplett reinigen. Ne? Alles Mögliche mal polieren, sauber machen hier. Ist kein Rost drauf. Schönes. Nicht kleines, aber angenehmes Projekt. Stoßdämpfer, da müssen wir auch noch gucken. Weil der eine ist ausgeschlagen. Ich muss mal erstmal. Ja, letztes Mal, wo man drin sitzt und so ein bisschen. Merkt man schon, dass er vorne ein bisschen ausgeschlagen ist. Wackelt oder zieht zu sehr hinterher. Räder sind gar nicht mehr so gut, aber da kann man noch ein bisschen mit rumfahren. Ja, und das war's. Mal eine Abwechslung. Nicht immer nur den ML zeigen oder nicht immer nur Smarts. Ja, wie gesagt, kommen wir schon zum Ende. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du abonnieren würdest. Unterstützt gerne meinen Kanal. Und ja, schreib mir gerne in die Kommentare, falls dich meine Themen nicht interessieren. Dann schreib mir mal hin, was du gerne sehen würdest. Nicht einfach hier deabonnieren und gar nichts schreiben. Ich kann nur aus irgendwelchen Fehlern oder aus irgendwelchen Argumenten ja, Schlüsse ziehen und was Positives draus machen. Ich würde mich freuen, wenn du mich einfach unterstützen würdest. Es würde meinem Kanal, meinem Leben und insgesamt, ja, macht mir halt Spaß. Weiterhelfen, das wollte ich sagen. Würde mir und meinem Kanal weiterhelfen. Das macht mir nämlich Spaß und ja, für euch die Videos zu drehen, mal ein bisschen Unterhaltung zu geben. Und was haltet ihr davon? Und nicht vergessen, du kannst alles schaffen. Du musst nur anfangen. Und wenn du Bock hast, komm mit. Bis dahin, ciao.